So, und damit herzlich willkommen hier zur nächsten Folge Let's Play Ryzen. Ihr zusammen mit mir weiterhin hier in dieser Stadt, um alles zu klären, um die Banditen zu verscheuchen. Ab mit euch. Und als nächstes sollen wir Lukor verscheuchen. Hier, keine Ahnung, wie hieß der nochmal? Karakatos oder was? Carrasco, genau. Carrasco hat uns die Aufgabe gegeben, diesen alten Lappen da hinten zu verscheuchen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Erstmal abspeichern und jetzt los. Die Rüstungsplatten sind bei Carrasco. Hast du mich also doch verpetzt, Mistkerl. Jetzt heißt es, entweder du oder ich. Zieh deine Waffe und kämpfe mit mir bis zum Tod. Du kommst mir gerade recht. Komm her. Ja. Oh! Du bist ein starker Bandit! Ich will, du kommst. Nein! Oh nein! Okay, ich muss besser aufpassen. Ich muss viel besser aufpassen. Ich habe viel zu aggressiv gespielt. Ich wollte viel zu viel Damage auf ihn machen, sozusagen. Ich habe zu viel zugeschlagen und nicht genug geblockt. Tut mich sorry. Tu das Ding, geht doch! Du kommst mir gerade recht! Jetzt wird's spannend! Ja. Bringt es zu Ende! Oh nein! Ja. Ja. Oh nein! Kann man das nicht friedlich regeln? Das ist echt das Letzte! Weiter! Das bringt doch nichts. Tja! Das bringt doch nichts. Komm! Hör auf! Tja! Hör auf! Ja, das war schon lange überfällig. Ich glaub's nicht. Boom! Darf ich den jetzt töten? Warte mal, speichern. Tja, der war eh ein Penner. Ach gut, er sagt da, der war eh ein Penner. Huh. Ich hab schon gedacht, dass irgendwie er sagt von wegen, oh ja, du hast ihn umgebracht, aber er war eh ein Penner. Sehr gutes Ding, speichern. 1-4 für den Orden. Woo! Alles klar, mein Freund. Alles klar. Lukor ist erledigt. Du bevorzugst den harten Weg. Das gefällt mir. Ich werde Carlos Bericht erstatten. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Du kannst dir was aussuchen. Gib mir das Gold. 200 Gold und 5 Heilpötter gekriegt hier von ihm. Schniekes Ding, schniekes Ding. Jetzt muss ich nur noch die anderen Sachen kriegen. Aber erstmal lege ich mich oben in Buddys Bett. Buddy, ich schlafe in deinem Bett. So. Bis zum Mittag pennen. Ohne Probleme schnarchen wir so durch. Was soll's, ne? So, warte mal. Haben wir vielleicht einen Zauber mit Schlösser öffnen? Telekinese, Eile, schwache Heilung, Lichtzauber. Mann, nee. Nur Käse, meine Freunde, nur Käse. Kein wirklich guter Zauberspruch dabei. Also ich wollte eigentlich diesen Schlösser öffnen, Zauberspruch. Weil der wäre perfekt gewesen, wenn wir das doch öffnen können. Kann ich, darf ich hier rein? Oder muss ich hier auch raus? Oh. Du sollst hier nichts nehmen. Oh, lol, die Leiche liegt hier immer noch. Da kriegt man ja glatt Angst, wenn er angejumpt kommt hier, ey. Hui. Hallo. Probleme haben wir alle. So, irgendwem muss ich jetzt aber hier noch eine Fischerhütte verkaufen, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Dir, Vasili? Ach nee, Nico. Hi. Was guckst du denn so? Hast du noch nie einen arbeitslosen Fischer gesehen? Was? Hey, lass mich einfach in Ruhe trinken. Wenn du reden willst, spendier mir einen Rum. Hast du meinen Rum? Hier hast du einen Rum.
Prost. Siehst du, immer Alkohol aufsammeln, meine Freunde. Immer Alkohol aufsammeln in diesem Spiel. Du bist Fischer. Ei, bin ich, aber ich habe mein Boot draußen im Sturm verloren. Seitdem habe ich nichts mehr. Ich kann froh sein, dass Patty mich noch anschreiben lässt. Ich suche einen Käufer für einen Fischladen. Und? Was habe ich damit zu tun? Wäre das nichts für dich? Du bist schließlich Fischer. Ich? Fische verkaufen? Warum sollte ich das tun? Ein Fischladen wäre genau das Richtige für einen Fischer. Das will ich meinen. Und du hast gerade keine Arbeit. Da ist was dran. Wie viel soll der Stand denn kosten? Für 300 Goldstücke gehört der Stand dir. Es ist bitter, aber ich habe wohl keine andere Wahl. Was meinst du? Ich habe nicht genug Gold und brauche deine Hilfe. Was soll ich für dich tun? Pass auf. Ich habe da etwas, das ist viel mehr wert als die paar Goldmünzen. Wo ist dann das Problem? Psst, nicht so laut. Es ist ein Artefakt aus den Ruinen. Verstehst du? Du lässt anschreiben, obwohl du ein Artefakt besitzt? Das kann man nicht einfach so verkaufen. Ja, doch, das ist bestimmt ein Ding. Die Vulkanfestung geschmissen werden. Was soll ich nochmal besorgen? Verstehe. Aber ich würde es dir verkaufen. Für 300 Goldmünzen. Dann kann ich den Laden übernehmen. Was ist das für ein Artefakt? Ein Ring. Ich glaube, er ist ein bisschen magisch. Was ist? Willst du ihn? Ja, los. Verkauf mir den Artefakt. Glaub mir, du machst ein gutes Geschäft. Hier, lass dich damit nicht von Carlos oder seinen Leuten erwischen. Dann übernimmst du den Laden. Ja, das mache ich. Ich werde Salty ausrichten. Er wird sich sehr freuen. Voll weggeschubst, ey. GG. So, was ist jetzt hier für ein komischer Ring? Den will ich sehen. Stärke plus 3. Stärke plus 3. Oh ja, Stärke plus 3. So. Axtkampf brauchen wir nicht unbedingt leveln, beziehungsweise brauchen wir keinen Ring, der uns mehr Axtkampf gibt, weil wir keinen Axtkampf machen. Zweihandschwert. Ist natürlich auch geil. Dafür muss man aber höchstwahrscheinlich, ja, Schwerterkampf geübt haben. Klingenschaden 30. Hiebwaffenschaden 24. Das wäre um einiges mehr Damage wieder, aber das... Wir sind schlecht da drin. Gut, dann kann ich Salty gleich ausrichten von mir. Hey, fremden Stand verkauft. Du siehst aus, als könntest du einen ordentlichen Schluck vertragen. Hier hast du ein Bier. Trink erstmal einen. Das Zeug ist das Beste der ganzen Stadt. Danke. Leute, ich saufe einfach so, ohne dass ich was dazu sagen darf. Oh Mann. Der Charakter macht echt, was er will. Du bist sehr jung für eine Kneipenwirtin. Eigentlich wäre ich gar nicht mehr hier, wenn die Weißen die Stadt nicht abgeriegelt hätten. Weil ich nicht in der Gosse leben wollte, habe ich diese Kneipe hier übernommen. Wenn ich könnte, wäre ich schon lange weg. Das kannst du mir glauben. Was genau willst du draußen, vor der Stadt? Das kann dir doch egal sein. Aber wenn du es genau wissen willst, ich suche etwas. Etwas sehr Wertvolles. Was denn? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Nein. Na klar. Siehst du? Ach so. Ich nämlich auch. Lol. Du machst mich neugierig. Wonach genau suchst du? Du lässt nicht locker, was? Na Nein. Schön, wenn du es unbedingt wissen willst, ich suche meinen Vater. Sein Name ist Gregorius. Er ist Seemann. Man sagte mir, er sei auf dieser Insel. Ich bin nur allein wegen ihm hierher gekommen. Doch bisher fehlt mir von ihm jede Spur. Ich kann nur vermuten, dass er sich außerhalb dieser Stadt irgendwo auf der Insel herumtreibt. Langweilig. Ich werde dir helfen, deinen Vater Gregorius zu finden. Aber ich werde es trotzdem tun. Da hast du dir was vorgenommen, du Held. Aber bitte, wenn du unbedingt willst. Ich weiß nicht, ob du Kapitän Romanov kennst. Ich hörte, er sei mit seinem Kahn hierher gekommen und soll sich irgendwo hier in der Stadt aufhalten. Romanov ist auch Seemann. Er hatte oft mit meinem Vater zu tun. Also, wenn jemand wissen könnte, wo mein Vater sich aufhält, dann ist es Kapitän Romanov oder jemand seiner Mannschaft. Du willst also aus der Stadt? Und wie soll das gehen? Das weiß ich noch nicht. Ich habe nur gehört, dass es einen anderen Weg aus der Stadt geben soll, als die beiden Haupttore. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Geredet wird viel in dieser Stadt. Ich werde dir helfen, die Stadt zu verlassen. Das ist dir rührend, kleiner Held. Das haben schon ganz andere gesagt. Aber das waren nur Pfeifen. Es war keiner dabei, der wirklich was auf dem Kasten hatte. Also... Wenn du wirklich einen Weg aus dieser Stadt heraus willst, dann raus mit der Sprache. Ansonsten mach hier keine Sprüche, klar?
Aha. Was wird denn so geredet über einen geheimen Weg aus der Stadt? Es heißt, dass Artefaktschmuggler hier in der Stadt ihre Ware an den Don liefern würden. Doch die Weißen lassen kein Schiff mehr ablegen und die Haupttore werden ebenfalls bewacht. Die Artefaktschmuggler müssen einen Weg gefunden haben, den die Weißen noch nicht kennen. Verstehe. Kennst du jemanden dieser Artefaktschmuggler? Ich vermute, dass die Banditen vom Don dahinter stecken. Aber genau weiß ich das nicht. Im Grunde versucht doch jeder, der ein Artefakt findet, es gewinnbringend zu verkaufen. Wer hat da schon den Durchblick? Ich jedenfalls nicht. Aber du kennst doch bestimmt jemanden, der mit Artefakten handelt, oder? Frag doch mal den Kerl da drüben. Sein Name ist Düter. Der versucht schon seit Tagen, seine heiße Ware zu verkaufen. Bisher allerdings ohne Erfolg. Aha, Düter also. Dann komm mal her, Düter. Der hat Wachen hier. Dann wird erstmal gespeichert. Interesse an einem wertvollen Artefakt? Was für ein Artefakt hast du anzubieten? Eine Goldschale. Sehr wertvoll. 150 Goldmünzen will ich dafür haben. Okay, ich denk drüber nach. Wer bist du? Ich bin Schatzsucher. Heiße Düter. Aha, kurz und knapp. Nicht gerade sehr gesprächig, was? Mein Bruder Olf redet sonst immer für mich. Bruder Olf? Ja, und Bart. Bart? Olf und ja, Bart. Ist auch mein Bruder. Verstehe, ihr seid drei Brüder. Drillinge. Sind auch Schatzsucher. Ach, das noch. So, ich muss jetzt erstmal nachgucken. Quest, Rodriguez vor. Der verschollene Vater findet die drei Goldschalen. Aha! Gib mir die Goldschale. Hier ist dein Gold. Gib mir die Goldschale. Danke, hier hast du sie. Wo sind deine Brüder? Hier in der Stadt? Ja, in der Stadt. Aber wo genau, weiß ich nicht. Toll. Drillinge, einer hat eine Goldschale, höchstwahrscheinlich haben alle eine Goldschale. Also muss ich jetzt Brolaf finden. Bart und Olf gleich Brolaf. Mann, ey, das ist eine ganz schöne verwirrende Stadt. Also hier geht's echt drauf und drüber. Ey, das sieht mir nach einem Nelson. Ahoi, Fremder. Kartenzeichner. Dich mussten wir auch noch finden. Wegen des Einbruchs. Wer war am Tag des Einbruchs bei dir? Eigentlich niemand. Doch warte mal. Natürlich. Mo aus der Schlachterei war hier. Er hat mir meine Lieferung Fleisch gebracht. Sonst doch wer? Aha. Der Tagelöhner Doyle hat mir einen Fisch verkauft. Und genau, Pavel, einer der Knechte von Flavio, hat mir ein paar Wolfsfelle verkauft. Aha. Was wurde gestohlen? Ein wertvoller Ring. Den habe ich von Kommandant Carlos persönlich bekommen, weil ich ihm eine Karte der Insel angefertigt habe. Ich brauche auch eine Karte. Ich brauche eine Karte der Insel. Wofür? Es darf doch niemand die Stadt verlassen. Gibt es da nicht so ein Gesetz? Das wird mich nicht lange aufhalten. Nun, wenn das so ist, dann will ich dir eine Karte zeichnen. Yay! Was verlangst du für die Karte? Oh, ich werde sie dir zu einem angemessenen Preis überlassen. Aber darüber können wir reden, wenn sie fertig ist. Wie lange wird es dauern, bis die Karte fertig ist? Oh, das geht nicht so schnell. Eine gute Karte braucht viel Zeit. Finde du erst einmal einen Weg aus der Stadt. Dann kannst du dir die Karte abholen. Okay. Jetzt aber warte doch mal. Ich werde dir den Ring zurückbringen. Dafür würde ich mich sehr erkenntlich zeigen. Oh, Ring gegen Karte, meinst du? Sehr gut. Gut, schon wieder Mo. Mo, der Name Mo ist schon wieder aufgekommen. Ich suche Doyle. Doyle? Den habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Er ist doch wohl nicht in die Vulkanfestung gebracht worden. Der war ein paar Mal bei mir und hat Fisch gekauft. Wenigstens einer. Aber vielleicht weiß ich, wo er ist. Nico wird deinen Laden kaufen. Das ist ja wunderbar. Er wird hier bestimmt ein gutes Geschäft machen. Und ich habe zumindest noch ein paar Goldmünzen gemacht. Danke. Hier, die habe ich in einer Muschel gefunden, die sich in eine der Fischkisten verirrt hat. Was machst du jetzt? Ich gehe zu Patty. Auf dem Weg lasse ich mir von Nico das Gold geben und betrinke mich. Wo steckt Doyle? Er hat sich bei Costa einquartiert. 50 Gold. Und seitdem lässt er sich nicht mehr in der Gosse blicken. Wenn ich mehr wüsste, würde ich sagen, er versteckt sich.
Aha, aha. Diese ganze Sache wird immer mysteriöser. Und auch die ganzen Quests im Auge zu behalten, ist für mich gerade sehr schwierig, wenn ich die halt ja, alle annehme und dann auch so im Kopf, ne, Pavel. Den Namen habe ich doch jetzt auch schon mal gehört. Was auch immer es war, ich war es nicht. Wovon redest du? Ach, schon gut, ich dachte nur... Dachtest was? Dass du einer von den Bürgern bist, die uns Leute von draußen nicht hier haben wollen. Ständig behaupten sie, wir würden klauen. Dabei weiß doch jeder, dass die Banditen des Don für die Diebstähle hier verantwortlich sind. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. In mehreren. Ich war in mehreren der Häuser, in die eingebrochen wurde. Aber das macht mich noch lange nicht zu einem Dieb. Hm, na schön. Hier gibt's Diebstähle? Und nicht zu knapp. Die klauen alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Flavio haben sie alle Felle aus dem Lager geräumt. Und das Schlimmste ist, die Banditen kommen auch noch damit durch. Nein, die Stadt ist nichts für mich. Ich bin froh, wenn ich hier endlich wieder verschwinden kann. Mhm. Warte mal. Du kommst von draußen? Ja, ich bin Jäger. Zumindest war ich einer, bevor der Orden mich hier in die Stadt gesperrt hat. Du klingst ja nicht gerade begeistert. Bin ich auch nicht. Wenn man schon alle Bewohner der Insel in die Stadt bringt, muss man sich auch um sie kümmern. Aber der Orden macht gar nichts. Er hat uns einfach unserem Schicksal überlassen. Beltschur. Und du? Flavo, der Jäger. Ich bin der Händler Flavio. Ach, Flavio. Hey. Du bist bestimmt auf der Suche nach Arbeit. Ich kann dir keine geben, also probier es woanders. Wegen des Einbruchs. Wer war am Tag des Einbruchs bei dir? Nur die üblichen nervigen Tagelöhner, die mir ihre Waren andrehen wollten. Dabei habe ich kaum noch Gold übrig. Wer war hier? Pavel war den ganzen Tag hier. Immerhin arbeitet er für mich. Und Vasili wollte mir Bier aus der Kneipe andrehen. Und dann war da noch Doyle. Er wollte Fisch verkaufen, aber ich habe ihn weggeschickt. Das waren alle. Aha. Was wurde gestohlen? Meine Felle. Wenn das nicht passiert wäre, hätte ich mein Geschäft abwickeln können. Verflucht. Ich hätte auf meinen Vater hören und zur See fahren sollen. Das hätte mir eine Menge Ärger erspart. Womit handelst du? Mit Jagdtrophäen. Felle, Klauen und Zähne sind mein Geschäft. Ich zahle für gute Beute und versorge dich mit neuen Pfeilen. Aha. Du hast keine Arbeit mehr anzubieten? Seit die Stadttore geschlossen sind, kommen meine Jäger nicht mehr raus. Also gibt es keine Jagd mehr. Keine Jagd, keine Beute, kein Gold. So sieht's aus. Wir müssen halt alle den Gürtel enger schnallen. Hast du einen Job, der in der Stadt erledigt werden kann? Da ist schon eine Sache. Auf einmal hat er einen Job. Wir hier alle mal eine Lieferung Fleisch gebrauchen. Soll ich etwa Fleisch verteilen? Nein. Darum wird sich Meister Belschwur kümmern. Du musst das Fleisch aus der Schlachterei besorgen. Ich habe bereits mit Baxter gesprochen, aber er will 10 Felle haben, bevor er das Fleisch rausrückt. Ich soll also die Felle auftreiben. Wenn du das irgendwie schaffst, kriegen wir wenigstens Fleisch. Ich kümmere mich um Baxter und die Felle. Gut, dann besorge 5 Keiler und 5 Wolfsfelle und bring sie Baxter. Sobald du das Fleisch hast, bring es zu Meister Belschwur, damit er es verteilen kann. Aha. Ich brauche ein paar... Wie soll ich das denn machen? Vorhin haben wir in einem Haus ein Keilerfell gefunden. Also habe ich mit Belschwur gerade... Möge die heilige Flamme dich erleuchten, mein Sohn. Suchst du einen Platz am warmen Feuer oder nur einen Eintopf gegen den Hunger? Ich komme aus der Vulkanfestung. Haben meine Brüder dich geschickt, um mir zu helfen? Ich werde bestimmt eine Arbeit für dich finden. Ich soll mich um die Banditen kümmern. Nun, wenn das deine Aufgabe ist... Sprichst du am besten mit den Ordenskriegern?
Rodriguez, Marcelo, Carrasco und die anderen werden dir schon sagen, was zu tun ist. Ein Eintopf wäre nicht schlecht. Hier, nimm, mein Sohn. Möge er dir Kraft geben. Bitte, ist es wieder einer? Ach so. Der Danke. Läuft dann sofort weg, ey. Was kann ich für dich tun? Hilf mir, die Leute zu versorgen und sei ihnen ein Anker in der Not. Viele von ihnen haben alles verloren, weißt du? Wenn du mir helfen willst, dann bring ihnen meine Heiltränke, sodass sie wenigstens ihre Wunden heilen können. Ich werde die Heiltränke für dich verteilen. Sehr schön. Ich gebe dir 7 Tränke und eine Liste mit Namen von Bedürftigen hier in der Gosse. Jeder von ihnen soll einen Trank bekommen. Der Rest der Tränke soll Lohn für deine Arbeit sein. Viel Erfolg, mein Sohn. Aha. Dann werden wir erstmal verdächtig. Elias, Cole, Finn, Josh, Martha. Finn ist, läuft doch hier Depri rum und säuft sich ein, oder? Da ist er. Hi. Hi, ich bin Finn. Du hast nicht zufällig Arbeit anzubieten? Nein. Mist. Hier in der Stadt ist nichts zu bekommen. Im Hafen ist nichts los. Und selbst Flavio hat keine Arbeit mehr. Belschwur schickt mich. Belschwur schickt mich. Ich soll dir diesen Heiltrank geben. Danke. Den kann ich jetzt gut gebrauchen. Was kannst du mir über Flavio erzählen? Die meisten sagen immer, dass Belschwur der Einzige ist, der etwas für uns Bauern tut. Aber das ist nicht wahr. Flavio ist ein guter Mann und hat vielen von uns Arbeit gegeben. Jedenfalls, solange es noch welche gab. Und was ist jetzt? Nichts. Das Lagerhaus ist leergeräumt und hat die meisten von uns entlassen. Ha. Das Ding ist einfach, dass ich Fälle suche. Und in dieser Folge rede ich echt wenig, beziehungsweise kann ich auch wenig reden. Wildschweinfell. Weil ich einfach so viel Information ins Gesicht gedrückt kriege, aber so richtig. Das ist schon der Hammer, irgendwie. Also ich muss auch ziemlich viel verarbeiten und mir merken. Merken ist gerade ein wichtiges Ding dabei. Hier ist Cole, der kriegt auch einen, oder? Ich bin Cole. Bist du auch auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen? Nee. Eigentlich wollte ich mich nur mal umsehen. Richtig. Tu das. Für mich ist hier der beste Platz der ganzen Stadt. Es ist so ruhig. Was machst du hier? Ich bete zu der heiligen Flamme. Ich bete, dass sie uns alle beschützt und ich bald wieder auf die Jagd gehen kann. Hier ist ein Heiltrank, Bro. Für dich. Mit einem Gruß von Belschwur. Ah, danke. Der Meister vergisst uns nicht. Erzähl mir von der Flamme. Ich bin nur ein einfacher Jäger und weiß nicht viel über diese heiligen Dinge. Versuch's einfach. Es ist... Die Flamme beschützt uns. Uns alle. Verstehst du? Sie beschützt die ganze Insel. Sie ist wie ein Lagerfeuer, das dich beschützt, wenn du im Wald bist. Nur diese Flamme ist halt viel größer und mächtiger. Aha. Ach, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin kein Magier. Aber ich weiß, dass die Flamme uns beschützt. Du bist Jäger? Ja, ein Jäger ohne Bogen. Was ist geschehen? Das Gesetz erlaubt nicht, dass wir jagen. Die Ordenskrieger haben mich in die Stadt geschleppt. Ich hatte wohl noch Glück, dass sie mich nicht in die Vulkanfestung gebracht haben. Und dein Bogen? Ich habe ihn bei Costa versetzt. Er hat mich eine Woche satt gemacht. Aber jetzt hat nicht mal Flavio mehr Arbeit. Alles, was mir bleibt, ist der Eintopf von Meister Belschwur. Hier liegt auch kein Fell. Gut, Leute. Aber ich denke, wir werden hier über die Stadt in der nächsten Folge mehr rausfinden und auch ein paar Quests erfüllen, glaube ich. Ich habe in dieser Folge fast nur Quests angenommen. Das war schon ziemlich heftig. Also, der Questlog ist ziemlich gefüllt. Freut mich aber auf jeden Fall. Wir haben schon einen Punkt bei der Inquisition beim Orden gemacht. 1 von 4 anscheinend. Freut mich auf jeden Fall. Da gehen wir hin. Da werden wir der Obermacker. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ziemlich viel Information. Ich bin ziemlich leise gewesen in dieser Folge. Das ist mir selbst aufgefallen. Einfach nur, weil ich halt ziemlich viel Dialog geführt habe. Und es macht keinen Sinn, dass ich das vorlese, weil die reden ja selbst. Was ich an Gothic und Piranha Bytes auch absolut vergöttere, dass sie das einfach alles abspielen. Das ist göttlich. Gut, aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der Folge gehalten habt. Ich werde natürlich darauf antworten. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haltet die Ohren steif.